Hallo und herzlich willkommen auf Gutscheinrausch.de. Wir stellen euch heute die mobile Anwendung von Florfs vor. Das ist eine Anwendung, in der ihr zum Beispiel Designartikel oder auch Geschenkartikel findet, in ganz unterschiedlichen Kategorien, wie zum Beispiel Wohnen, Mode, Technik, Essen und Trinken oder auch vieles mehr. Und ich finde der Punkt Design spiegelt sich hier auch schon sehr schön in der mobilen Anwendung wider, denn das sieht wirklich toll aus hier mit dieser schwarz-weißen Ebene, auch mit dem Logo hier oben, was in diesem Stil gehalten ist, gefällt mir wirklich gut. Hier oben auf der Startseite werden gleich unterschiedliche Artikel hervorgehoben, Vorgehoben, das sind manchmal Bestseller oder auch sonstige Artikel, die hier besonders hervorgehoben werden sollen. Auf die gesamten Kategorien kann man aber zurückgreifen, indem man hier oben links drauf klickt. Hier gibt es dann die unterschiedlichen Bereiche, wie zum Beispiel Wohnen, Mode, Technik und Gadgets und vieles, vieles mehr. Und wenn man in diese Bereiche klickt, zum Beispiel hier Wohnen, dann gibt es auch noch ein paar Unterkategorien, wie zum Beispiel hier die Sortierung nach Zimmer oder auch die Wohnaccessoires. Gehen wir einfach mal nach Zimmer vor. Und da schauen wir mal, ob was fürs Büro dabei ist, genau hier. Und da kann man dann letztendlich auf die unterschiedlichen Artikel zurückgreifen, kann man ganz einfach öffnen. Und die Detailseiten sind dann vom Stil immer gleich aufgebaut. Es gibt oben ein Logo, der Preis wird angezeigt. Man kann es in den Warenkorb legen, auf die Merkliste setzen. Und unten gibt es auch Informationen und eine Beschreibung, die teilweise ziemlich lang ist. Das ist natürlich schön, dass die umfangreiche Beschreibung auch mobil hier voll einsehbar ist. Und man kann hier übrigens direkt durch die einzelnen Produkte swipen, indem man hier ganz einfach nach links oder nach rechts zieht. Es gibt dann auch die Möglichkeit, hier weitere Produkte hinzuzufügen, sich die Merkliste anzusehen und vieles, vieles mehr ist hier ganz einfach möglich. Zudem gehen wir aber jetzt erstmal auf die Startseite, denn die Produktansicht, die ist eigentlich immer gleich, nur dass die Inhalte natürlich etwas anders sind. Da müsst ihr euch aber natürlich selber einfach mal ein bisschen durchschauen, was euch interessiert. Es gibt aber noch ein paar weitere Funktionen, so zum Beispiel die ganz normale Stichwortsuche, die Barcode-Scan-Funktion, man kann auf den Warenkorb zurückgreifen, den Shop anrufen, eine Mail schreiben und es gibt Informationen zum Impressum, zu den AGB und die sozialen Netzwerke sind hier ebenfalls mit verknüpft. Es gibt aber zudem die Möglichkeit, hier im zweiten Reiter auf die Suchfunktion zurückzugreifen und hier kann man dann entweder ein Stichwort eingeben oder den Barcode-Scanner ganz einfach starten. In der Mitte gibt es noch den Warenkorb. Hier werden natürlich die Sachen angezeigt, die man hinzugefügt hat. Darunter gibt es noch die Merkliste. Auch hier kann man äh, Produkte ganz einfach hinzufügen und schon sind sie hier im Warenkorb. Das ist natürlich super praktisch und es gibt jetzt hier unten den zu zahlenden Betrag. Man kann auf äh, zur Kasse klicken und dann hat man jetzt endlich die Möglichkeit, sich einzuloggen oder zu registrieren und so einfach ist es dann möglich die Einkäufe hier auch von unterwegs abzuschließen. Im vierten Bereich gibt es noch mal alle rechtlichen Informationen wie zum Beispiel das Impressum, die AGB, Datenschutz und Widerrufsbelehrung und im Bereich mehr kann man sich noch anmelden bzw. registrieren mit seinen persönlichen Daten. Und das war dann auch schon unser Review zur Floss Anwendung. Uns gefällt es ziemlich gut, weil man hiermit wirklich sehr einfach und schön von unterwegs einkaufen kann. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.